Herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Wie schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Im heutigen Video möchte ich 5 Dinge mit dir teilen, die ich gerne früher gewusst hätte, beziehungsweise 5 Dinge, die ich im letzten Jahr gelernt habe und die mir mein Leben jetzt sehr vereinfacht und verbessert haben. Und ich freue mich so doll auf dieses Video und ich finde das Thema so spannend, deswegen viel Spaß bei dem heutigen Video. Aber noch eine kurze Anmerkung, und zwar gibt es auf meinem Kanal hier heute 5 Dinge, die ich gelernt habe, und auf dem Kanal von Nu, einer Freundin von mir, gibt es 5 weitere Dinge. Also guck doch nach diesem Video sehr gerne mal bei ihrem Video vorbei, und falls du von ihrem Kanal kommst, hi, mein Name ist Lara Emily und ich drehe vom Kanal Videos zum Thema Produktivität und Organisation. Viel Spaß beim Video heute. In dem 2021-Plan-Video habe ich gesagt, dass meine oberste Priorität für dieses Jahr meine mentale Gesundheit und mein Mindset ist. Und es hat den Grund, dass ich wirklich glaube, dass deine mentale Gesundheit und dein Mindset wirklich das Wichtigste ist und dein ganzes Leben bestimmt. Und es gibt diesen Einspruch von Shakespeare, den ich sehr mag, denn an sich ist nichts weder gut noch böse, das Denken macht es erst dazu. Ich glaube nämlich, dass unsere Laune nicht davon abhängt, was uns passiert, sondern eher wie wir darauf reagieren. Die wenigen Sachen, die wir in unserem Leben bestimmen können, sind ja unsere Gedanken und unsere Handlungen. Und unsere Handlungen resultieren ja ein bisschen aus unseren Gedanken. Und falls du deine Gedanken änderst und dein Mindset sozusagen verbesserst und richtig machst, was auch immer jetzt richtig bedeutet, resultiert das in gute, richtige Handlungen. Und diese Handlungen bestimmen ja dein Leben. Und deswegen bin ich ja fest der Überzeugung, dass dein Mindset dein Leben bestimmt. Das ist jetzt ein bisschen schwierig erklärt, glaube ich, aber ich hoffe, man versteht ungefähr, was ich meine und ihr versteht meinen Punkt so bei der Sache. Der zweite voll wichtige Punkt für mich ist Consistency over Intensity. Es gibt dafür mir keinen guten deutschen Begriff, aber so grob übersetzt würde das bedeuten, Konsistenz ist besser als in der Intensivität, was sehr komisch klingt, aber ich möchte es euch mal erklären. Und zwar geht es darum, dass du Dinge lieber regelmäßig und beständig machen sollst, als Dinge nur einmal oder wenig ganz tief dafür zu behandeln. Beispielsweise, bei meinem Koreanisch lerne ich ja momentan Koreanisch, bringe ich mir selbst bei, und dann habe ich mir jetzt angewöhnt, dass ich lieber regelmäßig etwas weniger lerne, als nur einmal im Monat ganz, ganz viel lerne. Weil ich glaube, dass diese kurzzeitige Consistency immer diese langzeitige Intensity schlagen wird. Und das steht ja sogar an meinem Vision Board, weil ich diesen Spruch echt wichtig finde. Natürlich ist harte Arbeit wichtig, aber was viel wichtiger als kurzzeitige harte Arbeit ist, ist halt diese langfristige Regelmäßigkeit. Und ich finde immer dieses Step-by-Step viel besser, als einen großen Schritt zu machen und dann wieder nicht zu machen. Und deswegen, ja, ist meine Devise so ein bisschen dieses Step-by-Step, jeden Tag ein bisschen näher zu den Zielen kommen. Genau. Ich wurde letztens in der Mitte im Livestream gefragt, wie ich mit Stress umgehe. Und was so ein bisschen meine Ansicht der Dinge ist, ist, dass mir Stress ja nicht passiert, sondern ich mir Stress mache. Und das ist auch der dritte Punkt. Stress passiert dir nicht, Stress machst du dir oder eben nicht. Also Stress ist ja keine Sache, die einfach so da ist. Und ich glaube, dieser Gedanke hilft schon sehr, sich nicht so viel zu stressen, wenn man einfach sagt, Stress ist keine Sache, die einfach so da ist. Und ich kann selbst entscheiden, ob ich mich stresse oder ob ich mich nicht stresse. Jetzt kommen wir schon wieder zu diesem ersten Punkt Mindset zurück. Aber ich glaube, dass es wirklich so wichtig ist zu gucken, wie denke ich eigentlich über die Dinge und wie nehme ich Dinge wahr und wie reagiere ich auf Dinge. Also lasse ich mich jetzt stressen oder bin ich eher entspannt und gehe das Ganze rational und logisch an. Der nächste Punkt hat mein Leben wirklich so verändert. Und zwar ist das zu realisieren, dass fertig besser als gut ist. Stell dir mal vor, du hast eine Hausaufgabe und fängst einfach nicht an, weil du Angst hast, dass es nicht perfekt wird. Dann ist die Hausaufgabe fertig zu machen viel besser als die Hausaufgabe perfekt zu machen. Und es gibt dieses Prinzip von einem Shitty Draft, also von einer ersten Fassung, von einem ersten Entwurf, der schlecht ist, aber du hast einen ersten Entwurf. Beispielsweise, wenn du eine Hausaufgabe machen musst, wieder um auf das Thema zurückzukommen, dann ist es viel besser, wenn du anfängst, einfach irgendwas zu schreiben, weil das kannst du überarbeiten. Wenn du nichts hast, kannst du nichts überarbeiten. Also einen schlechten Entwurf kannst du überarbeiten und wenn du nichts hast, kannst du das ja nicht überarbeiten. Und deswegen ist Dinge fertig zu haben oft besser, als Dinge richtig zu machen und Dinge perfekt zu haben. Aber ich würde nicht sagen, dass es auf alle Dinge in unserem Leben zutrifft, also ich würde es gar nicht so jetzt allgemein darstellen, weil ich glaube, das ist immer fertig besser als Gutes oder fertig besser als Perfektes, das nicht. Aber ich glaube, in vielen Fällen trifft das auf jeden Fall zu und das hat mein Leben wirklich sehr verbessert, da ich eine sehr perfektionistische Person bin und ich weiß, dass es viele von euch auch sind und ich glaube, gerade für uns Perfektionisten, PerfektionistInnen, sagt man das so, ist es ein ziemlich, ziemlich guter Mindset-Shift. Ein kurzer Einwand, falls dir das Video bis hierhin gefallen hat, kannst du meinen Kanal sehr gerne abonnieren, denn auf meinem Kanal kommt jeden Donnerstag und Sonntag ein neues Video online zu genau diesem Thema, die ich auch in diesem Video angesprochen habe. Also abonniere doch sehr gerne den Kanal, um nichts weiteres zu verpassen. Die fünfte Sache, die ich gerne früher gewusst hätte, ist, dass wir die Summe unserer Entscheidungen sind. Also jedes Ich bin ist eigentlich ein Ich habe entschlossen, so zu sein. Und das ist halt eigentlich voll krass, wenn man überlegt, aber es gibt doch diesen Spruch, du bist nur 3 Entscheidungen von einem komplett anderen Leben fern oder irgendwie sowas. Und das ist halt wirklich krass, wenn man überlegt, dass einfach jede Entscheidung,
sich irgendwo in eine andere Richtung bewegt. Wisst ihr, das ist halt eigentlich echt krass, wenn man das überlegt. Und ich glaube, deswegen ist es halt voll gut und wichtig, ein reflektierter Mensch zu sein. Übrigens habe ich zu dem Thema Entscheidungen treffen schon mal ein Video gemacht. Das kannst du dir sehr gerne mal angucken. Da habe ich darüber geredet, wie wir richtige und gute Entscheidungen treffen können. Und eigentlich klingt dieser Gedanke ja schon ein bisschen gruselig, wenn man sagt, ich bin die Summe meiner Entscheidungen und ich hatte es irgendwie selbst entschlossen, wie ich bin, aber eigentlich ist es eine gute Sache, weil das heißt ja auch, dass du dein Leben selbst ändern kannst. Also beispielsweise, wenn wir davon ausgehen, dass jedes Ich bin ein Ich habe entschlossen ist, dann ist ja auch jedes Ich werde sein ein Ich werde mich dazu entschließen, ja. Und ich finde es auch ein bisschen gruselig, darüber nachzudenken, dass wir die Summe unserer Entscheidungen sind. Aber eigentlich, wenn man darüber nachdenkt, ist es schon eine gute Sache. Weil jetzt kannst du dein Leben in die Hand nehmen und selbst über dein Leben entscheiden. Das ist nämlich der springende Punkt hierbei. Und eine Sache, die ich gerne viel früher gewusst hätte, ist, dass Gefühle immer temporär sind. Also dass Gefühle nicht etwas sind, was immer da ist, sondern alle Gefühle sind temporär und gehen auch wieder vorbei. Und deswegen sollten wir uns nicht zu viele Sorgen machen. Ich persönlich bin ein großer Fan von dem Buddhismus und eine der größten Hauptaussagen, und ich sag mal so behaupten, ist, dass alles im Flow ist. Nichts ist permanent und alles ist vergänglich und alles ist temporär. Und das ist wie bei dem vorherigen Punkt. Irgendwie ist es gruselig und traurig, darüber nachzudenken, aber eigentlich ist es was Gutes, dass nichts permanent ist und alles immer wieder vergeht und alles in diesem Flow ist. Und wenn ich jetzt sage, Gefühle sind temporär, meine ich dann nicht nur die schlechten Gefühle, sondern auch gute Gefühle sind temporär und deswegen sollten wir sie eher schätzen und mehr schätzen und mehr wahrnehmen und die schlechten Gefühle natürlich auch wahrnehmen und hinnehmen, aber dann wieder gehen lassen, weil alles temporär ist und nichts permanent ist. Dankeschön, dass du mir heute bei meinem super langen Monolog zugehört hast. Es freut mich sehr und ich hoffe, dass vielleicht etwas für dich dabei war, was dir in deinem Leben ein bisschen helfen wird. Falls du noch weitere 5 Dinge hören möchtest, kannst du jetzt sehr gerne mal bei Nu vorbeigucken. Ich bin mir sicher, es sind auch sehr tolle 5 neue Dinge noch rausgesucht, die dir auch in deinem Leben weiterhelfen werden. Also guck mal da sehr gerne mal vorbei. Vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass wir uns bald hier mal wiedersehen. Danke fürs Zugucken. Tschüss.